ich bin's Alena. In dem heutigen Video geht es einfach um 200 Dinge, die du sofort ausmisten kannst. Ja, 200. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, beziehungsweise ich bin einfach mal in meine ganzen Ausmist-Videos der letzten 3 Jahre durchgegangen und habe insgesamt 200 Dinge gefunden, die ich auch schon ausgemistet habe. Und ich habe mir gedacht, ich gebe euch einfach mal so eine große Rundum-Checkliste, die ihr dann im Anschluss an dieses Video bzw. am Ende des Videos sage ich euch, wo und wie ihr diese kostenlos kriegen könnt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem heutigen Video. So lange dauert und auch nicht verwirrend wird, habe ich es nach verschiedenen Bereichen der Wohnung einfach durchgegliedert. Es gibt Dinge, ja, auf die kommt man dann wahrscheinlich weniger und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an, sonst wird es tierisch lange. Gehen wir auch gleich als allererstes ins Wohnzimmer. Wenn du Inspiration suchst, ich habe aktuell eine vom Messi zu Minimalisten Videoreihe hier auf meinem Kanal laufen, die verlinke ich dir hier oben im i. Und wir fangen auch gleich an im Wohnzimmer bei den DVDs. Die DVDs liegen bei uns im Wohnzimmer, deswegen habe ich sie unters Wohnzimmer gepackt. Und wenn wir mal ehrlich sind, alle DVDs, die man angeguckt hat und nie wieder seitdem angeguckt hat, können dann eigentlich auch gehen. Selbiges sind dann auch schon die CDs. Ich habe beim letzten Wohnzimmer ausmisten mich auch von all meinen CDs getrennt, denn in Zeiten von Spotify und YouTube, ja, bin ich ganz ehrlich, brauche ich meine CDs nicht wirklich. Als dritten Punkt habe ich dann auch gleich im Wohnzimmer unbenutzte Videospiele. Sei es für die PS4, sei es für die Xbox, sei es für was weiß ich nicht noch alles für Konsolen, die es so gibt. Aber Spiele, die man mal angespielt hat, die einem dann doch nicht so gefallen haben. Oder eben dann ganz einfach auch Dinge, die man eben nicht mehr benutzt. Controller etc. pp. Das kann man alles aussortieren. Sperrige Medieneinheiten und damit sind sperrige Fernsehschränke gemeint. Wenn man anfängt, seine Fernsehschränke auszumisten. Wir hatten früher in dem 2017er zu 2020er Vergleich, wie unsere Minimalismusreise sich entwickelt hat, hatten wir eine sehr lange Flachstrecke direkt auf dem Boden. Durch das regelmäßige Ausmisten konnte ich nach und nach unsere komplette Wohnung neu einrichten mit Möbeln, die passender sind für unsere Raumgestaltung, nicht nur vom Design und Geschmack, sondern einfach auch von der Größe her passend, dass unsere aktuell noch verbliebenen Dinge einfach ja, ihren Platz haben, aber dafür deutlich weniger Raumfläche benötigen. Wunderschöne Poster mit irgendwelchen Wörtern drauf. Wenn du ein großer Fan von diesen Live, Love, Love nimmst, also Leben, Lieben, Lachen, dann bitte behalte es auch weiter. Es geht in diesem Video nicht darum, dass ich dir jetzt sagen will, schmeiß alles weg, sondern, ne, wie ich euch vorhin eingeblendet habe, was du nicht mehr nutzt, was du nicht liebst, etc. pp. Das darf gehen. Alles andere, was du täglich nutzt, was du liebst, was dir Freude bringt, behalt's völlig in Ordnung. Ungelesene Zeitschriften ist dann auch schon gleich der nächste Punkt in der Kategorie Wohnzimmer. Zeitschriften, wo du dir ganz sicher bist, dass du sie nicht mehr nochmal lesen wirst. Oder aber einfach, ja, die seit Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren ganz einfach deinen Platz beanspruchen. Wo und wie du dein ganzes Zeug loswerden kannst, was du alles aussortiert hast, auch darüber gibt es schon ein Video und das verlinke ich dir hier oben direkt im jetzt aufploppenden i. Alte Fernbedienungen wäre auch dann schon gleich der nächste Punkt. Das gilt jetzt nicht nur fürs Wohnzimmer, sondern auch für alle anderen Räume, wo du eventuelle Fernbedienungen liegen hast, aber einfach Bedienungen, die zu keinem Gerät mehr gehören. Die können weg, weil du den Fernseher nicht mehr hast, der Videorekorder ist schon lange kaputt und so weiter und so fort. Überschüssige Untersetzer. Wir haben gar keine Untersetzer. Für Glastisch etc. pp. Haben wir einfach keine, weil wir sie nie genutzt haben. Bin ich ganz ehrlich. Wenn du jetzt ein großer Fan bist von Untersetzern, dann behalte für jede Person einen und vielleicht noch zwei für Gäste und das dürfte dann eigentlich auch schon reichen. Teppiche, die Flecken haben, die nie wieder rausgehen, die man nicht mehr rausgekriegt hat, seit, weiß ich nicht, die Cowboys noch auf Dinosauriern ritten, das wird dir keine Freude bringen. Da bin ich ganz ehrlich, ein Teppich, der einen Fleck hat, den du nicht mehr rauskriegst, egal wie oft du ihn geschrubbt hast oder auch die Reinigung sich schon dran probiert hat, es macht dann einfach keinen Spaß damit. Dekorationsgegenstände, die für dich keine persönliche Bedeutung haben. Früher, als man noch in den Urlaub fahren konnte, gab es ja dann diese tolle Angewohnheit, Souvenirs mitzunehmen.
Und ja, oder man bekommt Souvenirs geschenkt oder generell Dekorationen, die man mal gesehen hat, die man sich gekauft hat, die man toll fand, die man aber mittlerweile irgendwie mit nichts mehr so wirklich verbindet, dann kann das auch ausziehen. Sofas, Stühle, Sessel, die du nicht mehr benutzt, auch Hocker zählen dazu. Alles, was deinen Raum beansprucht, die eigentlich viel zu viel sind, die du gar nicht wirklich benutzt, die können eigentlich auch ausziehen. Als ich unser Wohnzimmer ausgemistet habe, habe ich mich auch von Brettspielen getrennt, die wir nicht spielen, weil sie nicht den Fun-Faktor haben, den wir suchen. Oder aber einfach auch Spiele, und das ist gleich der nächste Tipp, die nicht mehr vollständig sind. Entweder wirst du dann kreativ und ersetzt das fehlende Teil durch was Selbstgemachtes, oder aber du sagst dann, okay, komm, dann einfach raus damit. Selbiges gilt dann natürlich auch für Rätsel mit fehlenden Teilen. Ja, wenn das Spiel nicht mehr komplett ist und somit seinen kompletten Zweck nicht mehr erfüllen kann, kann es eigentlich auch gehen. Oder aber auch die vollgeschriebenen Rätselhefte, die man eigentlich schon durch hat und dann irgendwie nur noch die Sudokus alle leer geblieben sind, weil die einfach zu doof sind. Alte Poster oder Plakate oder alte Bilder, die man nicht mehr benutzt. Bei uns haben sie sich dann irgendwie unter dem Bett gestapelt und ich habe es mir dann jetzt auch ja mal vorgenommen und habe sie wirklich auch mal alle aus dem Bilderrahmen rausgenommen, was dann auch gleichzeitig schon der nächste Punkt ist, die Bilderrahmen einfach auch auf eBay Kleinanzeigen und Co. verkaufen, wenn man die Poster oder das Innenleben da drin nicht mehr verwendet und dann einfach viel zu viele Bilderrahmen übrig hat, können die auch ausziehen. Tote Pflanzen. Ich bin ein Pflanzenfan, wie man sieht, und das wissen auch schon einige, die bei mir länger zu Besuch sind auf diesem Kanal. Und ja, es gibt Pflanzen, die man mit Wasser und ganz viel Liebe und einmal Ratzeputz kurz schneiden mit Sicherheit noch mal retten kann. Aber es gibt leider auch Pflanzen, die sind dann weit über dem Punkt und die wirst du bei allen liebevollen Bemühungen einfach nicht mehr ins Leben zurückkriegen. Dann bitte, lass sie gehen. Sie werden dich nämlich sonst immer nur an deinen Fehler erinnern, dass du sie zu viel gegossen hast, dass du sie zu wenig gegossen hast, dass du sie schlichtweg vergessen hast. Ne? Lass es gehen und von mir aus kauf dir dann eine neue, wenn es unbedingt sein muss. Der nächste Punkt sind dann auch gleich schon Plastikpflanzen. Ich weiß, es gibt viele, die haben keinen grünen Daumen. Und wenn ich jetzt ganz offen und ehrlich bin, ich habe so einen mittleren grünen Daumen. Ich habe auch schon ein Video gemacht zur Pflanzenpflege etc. pp. Hier oben im i verlinke ich es dir. Wenn du ein Fan bist von Plastikpflanzen, dann trenne dich vielleicht. Die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Auch ich hatte schon Plastikpflanzen. Alles in Ordnung, wenn du die liebst, behalte. Aber es gibt vielleicht auch Plastikpflanzen, die sehen nicht so schön aus und den sieht man auf den ersten Blick gleich an, dass sie fake sind. Vielleicht wäre es auch eine tolle Idee zu sagen, die lasse ich jetzt ausziehen. Unbenutzte Couchtische und Beistelltische. Ich habe letztens auch einen Beistelltisch entsorgt bzw. verkauft, wo unsere Monstera Deliciosa im Wohnzimmer drauf stand. Sie ist mittlerweile schon so hoch gewachsen, dass dieser Hocker, Beistelltisch, was auch immer es war, keine wirkliche Bedeutung mehr hat, und dann habe ich den tatsächlich auch verkauft. Unbequeme Decken ist auch gleich schon der nächste Punkt. Auch wir haben auf dem Sofa eine Decke und ich lieb's mich am Abend vor dem Fernseher einfach in eine Decke einkuscheln zu können. Aber es gibt die Decken, ne, wenn wir mal ehrlich sind, da nehme ich mich nicht aus. Ich hatte auch welche, die haben gekratzt, die waren unbequem, die waren so verwaschen, dass sie schon Löcher hatten. Ich habe mich dann wirklich von denen rigoros getrennt, weil man nutzt sie dann nicht mehr so gerne, vor allem wenn es irgendwo kratzt, ist es wirklich mehr als nur nervig. Und dann macht es auch wenig Sinn, die dann wirklich ja zu behalten. Ausgebrannte Kerzen sind auch so ein Punkt, die man dann vielleicht mal irgendwann gehen lassen sollte. Oder auch der nächste Punkt, auch schon gleich Kerzen mit einem Duft, der dir nicht gefällt. Verschenk die Duftkerzen, wo dir der Duft einfach nicht gefällt. Oder eben auch einfach bei den abgebrannten Kerzen, wenn es denn dann vorbei ist und da geht wirklich gar nichts mehr, die abzubrennen, dann entweder packst du da ein Teelicht rein oder aber du sagst, hey komm, darf jetzt auch ausziehen, der Behälter. Nicht funktionierende Sofakissen. Wir haben auf unserem Sofa 4 Kissen. Kennst du, weißt du, wir benutzen diese Kissen auch tatsächlich alle abends, wenn wir auf dem Sofa sind. Aber es gibt dann diese ach so tollen Dekokissen, wo man sich am besten weder anlehnen darf, noch nicht mal drauflegen darf, die man am besten einfach nur anguckt. Ob das dann so wirklich der Sinn und Zweck eines Sofakissens ist, nur angeguckt zu werden, aber nie benutzt zu werden. Also ich habe alles rausgepackt, was hier nicht funktional ist für uns. Bücher, die du gelesen hast, aber nicht erneut wieder liest. Ja?
Habe ich auch gemacht. Ich habe kistenweise, habe ich Bücher im Laufe der letzten 3 Jahre an Momox und Rebuy geschickt. Ich habe per App geguckt, wer mir mehr zahlt und habe sie dann dahin geschickt. Bücher, die ich einmal gelesen habe, wo ich dann festgestellt habe, die werde ich nicht nochmal lesen, weil sie mir schon beim ersten Mal nicht gefallen haben. Oder der nächste Tipp auch gleich, Bücher, die du hast, die du noch nie gelesen hast und auch niemals lesen wirst. Es macht auch wenig Sinn, Bücher zu behalten für vielleicht irgendwann mal zum Lesen. Denn wenn wir mal ehrlich sind und wenn du ganz ehrlich bist, wann war denn der letzte Zeitpunkt, wo du gesagt hast, heute ist irgendwann, jetzt lese ich dieses Buch. Last but not least, im Wohnzimmer sind dann auch schon gleich Bücherregale, die einfach nicht praktisch sind. Wir kennen alle diese schicken Bücherregale oder Regalbretter, wo 6 Bücher draufpassen und mehr nicht. Es ist auch manchmal gar nicht schlimm, sich einfach von ausrangierten oder von unpraktischen Möbelstücken, wie ich es vorhin schon bei der Fernsehgeschichte erzählt habe, wie wir es auch gemacht haben, nach dem Ausmisten einfach zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich verkaufe nicht nur mein ausgemistetes Zeug, verschenke es oder spende es, sondern verkaufe auch meine gebrauchten Möbel, um mir dann gebraucht, neu, whatever, das zu holen, was jetzt die Funktion einfach am besten erfüllt. Gehen wir auch gleich weiter ins Schlafzimmer. Kissen, die ausgelegen sind. Wenn du morgens aufstehst und schon Nackenschmerzen hast oder Rückenschmerzen hast, dann könnte es vielleicht an deinem Kissen liegen. Mach's weg, stopf es neu, füll es neu oder eben aber auch das gleiche gilt auch für die Matratze. Wenn du deine Matratze schon über 10, 15 Jahre und länger hast, ist es vielleicht einfach mal an der Zeit, sich eine neue Matratze und ein neues Kopfkissen zu holen, denn im Schlaf erholt sich unser Körper und wenn dann da irgendwas nicht passt, hast du den ganzen Tag keine Freude und auch weniger Energie. Unbenutzte und sperrige Kommoden. Als ich unser Schlafzimmer ausgemistet habe vor einigen Jahren, ist unser Kleiderschrank gegangen und wir haben uns ein Kommoden- und Hängesystem einfach dann angeschafft, weil wir diesen 3 Meter Kleiderschrank mit Deckenhöhe 3,20 Meter einfach nicht gebraucht haben. Er war unpraktisch, was ganz oben an den Regalbrettern lag, kam kein Mensch ran, ich vor allem nicht mit meinen 1,68. Und drum haben wir uns dann wirklich entschieden, wir verkaufen diesen Kleiderschrank und investieren einfach in ganz normale IKEA-Kommoden mit Halterungen oben drüber für unsere Kleidung, die zu hängen ist. So sehen wir, was wir aktiv im Kleiderschrank haben und nutzen es eindeutig mehr. Accessoires, die du nicht mehr verwendest. Mein Schmuckkästchen steht im Schlafzimmer und ich gebe es ganz offen zu, Accessoires türmen sich in diesem ganzen Schmuckkasten ohne Ende. Wichtig, aussortieren, behalte die Dinge, die dir wirklich lieb sind, die teuer sind oder die dir teuer sind und die du auch wirklich sehr, sehr gerne trägst. Wecker, die du nicht benutzt, aber neben deinem Bett stehen und in Wirklichkeit hast du den Alarm in deinem Handy. Kenne ich, war bei mir auch so, ich hatte einen tollen Wecker, so einen kleinen schwarzen im Retro-Design. Der tickte und tickte und tickte. Benutzt haben wir nie zum Wecken, weil das Klingelgeräusch so erbärmlich eklig war, dass wir unsere Handys eigentlich immer als Wecker benutzen. Der Stuhl im Schlafzimmer, der irgendwie immer nur die Kleidung drauf hat. Kennen wir alle, gab es bei uns auch. Ein Stuhl in der Ecke des Schlafzimmers, da lag immer sämtliche Kleidung drauf, die noch nicht zum Waschen war, die man nochmal anziehen wollte und im Endeffekt hatte man dann den halben Kleiderschrank auf diesem Stuhl. Hat keinen Sinn gemacht. Auf zur nächsten Kategorie und zwar Kinder und Kinderzimmer. Das heißt bitte nicht, dass wir unsere Kinder aussortieren, auch wenn sie uns manchmal nerven und uns manchmal nicht so glücklich machen. Aber hey, darum geht es nicht, sondern es geht ums Kinderzimmer. Spielzeug, aus denen sie rausgewachsen sind und was sie nicht benutzen. Auch ich mache das so und mein Kind ist kein Minimalist. Bin ich ganz offen und ehrlich, mein Kind oder mein Kleinster gehört zur Variante Jäger und Sammler. Es wird jeder Schnipsel wird gesammelt, jeder Sticker wird gesammelt, jedes voll gekritzelte Papier wird gesammelt. Manchmal muss man dann einfach so rigoros und liebevoll als Elternteil sein und sagen, hey komm, ausmisten, verkaufen, schenken, spenden, damit das Kind überhaupt wieder mal die Dinge sieht, mit denen es wirklich aktiv spielt und die es auch aktiv nutzt. Auch dasselbe gilt für Bücher. Unsere ist jetzt 5, wird im Oktober diesen Jahres 6. Die Babybücher brauche ich definitiv nicht mehr. Also raus damit.
Gibt es eine Freundin, die aktuell schwanger ist und sagt, hier, guck mal durch, ob du das haben möchtest? Oder gibt es dem Kindergarten, was auch immer? Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Dinge einfach loszuwerden. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Als wir das Kinderzimmer neu gestaltet haben, von unserem Kleinsten, vom Baby- oder Kleinkinderzimmer zum Kinderzimmer, haben wir auch einfach die Möbel, die nicht mehr funktional waren, auf eBay Kleinanzeigen verkauft und haben dann mit ihm zusammen entschieden, was er denn haben möchte, was er wirklich braucht. Dieses Jahr werden wir ja den Raumtausch vornehmen. Das heißt, das Büro, wo ich jetzt gerade sitze, wird dann sein Kinderzimmer und alles, was hier im Büro ist, kommt dann ins ehemalige Kinderzimmer. Und auch dort wird es wieder Momente geben, wo wir einfach Möbel haben oder eben auch andere Dinge hier im Büro oder im Kinderzimmer, die dann einfach ersetzt werden müssen durch was Praktikableres, denn das Kinderzimmer ist ungefähr die Hälfte von diesem Raum. Das lässt sich dann nun mal nicht vermeiden, aber Möbel, aus denen deine Kinder rausgewachsen sind, die können dann auch ausziehen, wenn du nicht vorhast oder wenn du nicht jetzt aktuell schwanger bist und das nochmal brauchen kannst. Malbücher, die vollgemalt sind, denke ich, erklärt sich von selbst. Kunstwerke von unseren Kindern, die man nicht behalten möchte. Wir haben eine Kiste oder ich habe eine Kiste in den Wohnzimmerschränken, wo ich alles sammle, was Liam aus dem Kindergarten mitgebracht hat, was er hier zu Hause bastelt, was er, ja, da kommt erstmal alles rein. Wenn der Deckel dieser Kiste sich nicht mehr schließen lässt, gehe ich wirklich durch. Bilder oder Basteleien, die nur 5 Striche drauf haben, ohne Sinn und Zweck für mich, kommen weg. Dinge, die er gebastelt hat, wie zum Beispiel Regenwolken mit Pappstreifen dran, sowas wird behalten. Aber wenn wir wirklich jeden Strich unserer Kinder aufheben, werden wir uns irgendwann nicht mehr raussehen aus dem ganzen Papiermalerei-Wust. Behalte die schönsten von allem anderen, wovon du dich nicht so wirklich trennen möchtest. Mach ein Foto, speicherst dir dann auf dem Computer, auf der Festplatte ab und dann hast du sie ja immer noch da. Gehen wir auch schon gleich mal in die Küche. Jetzt wird spannend. Ungenutzte Entsafter. Wir hatten auch einen. Ich habe mal einen zugeschickt gekriegt. Ich habe den auch wirklich gerne genutzt eine Zeit lang. Und irgendwann, weil ich nun mal nicht regelmäßig ihn benutzt habe, habe ich ihn dann einfach an meine Mutter weitergegeben. Die hat sich tierisch drüber gefreut über diesen Entsafter und nutzt ihn bis heute noch. Unbenutzte Mixer ist auch gleich der nächste Punkt. Sei ehrlich, wie viele Mixer hast du? Du hast vielleicht eine Küchenmaschine, die mixen kann. Du hast den Stabmixer und dann hast du vielleicht noch irgendwo einen Standmixer. Wie viele Mixer braucht ein Mensch? Ich habe in meiner Küche alles an Küchengadgets und elektronischen Geräten entsorgt, die ich nicht verwende, weil ich habe eine Küchenmaschine, die hat eine integrierte Waage, die kann mixen, die kann kochen, die kann alles Mögliche. Ich habe mir nur noch das größte, sperrigste Teil behalten und alles andere, was irgendwelche Handrührgeräte, Stabmixer, Mixer sind, habe ich wirklich alle rigoros gespendet. Küchenhelfer, die seltsam sind, weil man sie irgendwie nicht benutzt. Mein Beispiel, der Apfelschneider. Ganz toll, bei IKEA gekauft, 5-mal benutzt und danach wie immer gewohnheitsmäßig zum Schälmesser gegriffen. Doppelte und dreifache Küchenutensilien. Der berühmte Schneebesen, den ich schon so oft in meinen Videos erwähnt habe. Auch ich schuldig im Sinne der Anklage hatte 2. Einen mit Holz- und Silikonoberteil und einen aus Metall. Der mit Metall ist jetzt tatsächlich ausgezogen und ich habe von allen Küchenhelfern nur noch 1. Wenn du meine Küchentour sehen willst, was ich alles in meinen Küchenschränken habe, findest du dann hier oben im i. Überschüssige Kühlschrankmagnete. Das ist so, wenn du die sammelst, bitte behalt's. Kein Ding. Mach, was du denkst. Küchenmagnete waren für mich oder sind für mich einfach so immer der optische Anreiz. Unordnung. Ich kann es nicht haben. Wir haben auch 2. Die hängen an unserem oder die sind aktuell, wenn wir keine Kinderbastelei am Kühlschrank hängen haben, sind die einfach direkt dran an unserem Gewürzständer, direkt dran geklippt. Mehr brauchen wir nicht. Alles andere habe ich wirklich rigoros aussortiert. Im Übrigen auch die Magnetpinnwand, die hier mal über meinem Schreibtisch war. Küchengeräte, die du eines Tages verwenden wirst. Dieser Tag wird niemals kommen. Sind wir realistisch. Reisebecher oder Kaffeebecher to go, die undicht sind. Nimmt man nicht her, erfüllen ihren Zweck nicht, weg damit. Umstände
selbstverständlich. Riesengroße Töpfe und Pfannen. Ich habe 4 Töpfe. Wir hatten mal mehr, auch gerade als wir mal irgendwann vor ewig und 3 Jahren zusammengezogen sind. Also vor Ewigkeiten. Mein Mann und ich, wir sind schon seit über 12 Jahren zusammen. Wir hatten alles doppelt und dreifach. Wir hatten alles in sämtlichen Variationen, Größen und im Endeffekt nimmt man dann doch nur die 4 Töpfe, die perfekt auf das Induktions-Ceran-Kochfeld und was weiß ich nicht Kochfeld passen. Ja, und dann auch nur diese eine Pfanne, die irgendwie für alles funktioniert. Es gibt keinen Grund, die anderen Dinge einfach aufzuheben. Zusätzliche Backbleche, die man nicht verwendet. Wir haben mittlerweile nur noch einen Küchenrost oder einen Backrost direkt in unserem Backofen drin. Und ein Backblech, das zweite, ist auch schon gegangen, weil wir es nicht brauchen. Unbenutzte Kochbücher. Ich glaube, ich habe nur noch 3 Kochbücher, die ich wirklich aktiv verwende und die ich wirklich reingucke. Alles andere habe ich nie benutzt. Vor allem auch in Zeiten von, ne, wir googeln dann mal schnell ein Rezept, habe ich mich wirklich von allen Kochbüchern getrennt, die ich nicht hernehme. Leere Gläser und Behälter. Alles, was keinen Sinn erfüllt, meiner Meinung nach, kann gehen, kann verschenkt werden, kann verkauft werden, kann gespendet werden. Und Gläser etc. lassen sich ja auch im schlimmsten Falle einfach recyceln. Vasen, die du sammelst, obwohl du wahrscheinlich genauso wie ich 6, 7, 8 Mal im Jahr Blumen kriegst. Ich habe eine Vase und die reicht mir überall hin. Messer, die nicht funktionieren. Wie viele verschiedene Schneidmesser hast du? Ja. Messer werden irgendwann einfach mal stumpf, wenn du nicht die asiatische, weiß ich nicht, 8-fach gefaltete Stahlvariante hast. Die werden nun mal irgendwann stumpf. Ich habe dann einfach für unsere ganzen Küchenmesser und unsere eine Schere, die wir haben, habe ich dann einfach ein Messer-Nachschleifer geholt. Bei Teddy, glaube ich, war es mal vor ewig und 3 Jahren. Den haben wir immer noch. Der funktioniert immer noch. Und ich schärfe unsere Messer einfach regelmäßig nach, denn das war die günstigere Variante, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ich schmeiße alle Messer weg und ja, kaufe mir dann das 8-fach gefaltete Stahl-Irgendwas-Messer aus, weiß ich nicht wo. Zu viele oder kaputte Mehrwegflaschen. Wir haben eine Reise, also eine Wasserflasche to go, die wir uns mit Wasser befüllen können, wenn wir unterwegs sind. Wenn wir unterwegs sind als Familie, zurzeit ja jetzt nicht wirklich, aber ne, wenn denn dann, nehmen wir diese eine Flasche und daraus trinken wir alle 3, denn wir sind eine Familie und ja, warum soll ich mir 3 Flaschen oder 5 Flaschen aufheben, wenn uns wirklich eine reicht. Gebrochenes oder angeplatztes Geschirr, ne, wenn es kaputt ist, kann es auch eigentlich weg. Denn die Teller mit dem abgeplatzten Rand, wenn Besuch kommt, stellt man dann eigentlich doch nicht hin, weil man sich dafür schämt. Und wir leben doch alle nur einmal und warum nicht einfach mit Dingen sich umgeben, die ihren Zweck zu 1000% erfüllen. Tupperware oder Glasbehälter, wie wir sie haben, wo kein Deckel mehr da ist oder der Deckel und die Dose fehlt oder die Schale fehlt, komm, hat keinen Sinn. Funktioniert nicht, kann weg. Eiswürfelbehälter, die kein Mensch nutzt. Wie viele Eiswürfelbehälter hast du eigentlich? Hast du einen, hast du 2, hast du 5? Im Endeffekt reicht einer vollkommen aus. Plastikstrohhalme. Plastikstrohhalme habe ich rigoros aufgebraucht und dann durch Metallstrohhalme ersetzt. Wir haben davon auch keinen Überschuss mehr. Wir hatten mal 12. Ich habe es mittlerweile runter reduziert auf 6, denn das ist eigentlich, sind wir mal ehrlich, eigentlich könnte ich sie alle wegpacken. Denn keiner benutzt hier irgendwelche Strohhalme, es sei denn der kleinste. Und da würden auch 2 völlig reichen. Aktuell habe ich aber noch 6 und bei der nächsten Ausmistrunde können dann auch schon 4 wieder ausziehen. Verfärbte oder einfach auch zu viele Tassen. Wie viele Kaffeetassen besitzt du? Wie viele haben einen hässlichen Tee oder Kaffeerand? Oder eben auch du konntest oder kannst an bestimmten Tassen nicht vorbeigehen. Im Endeffekt trinkst du aus den gleichen 5 Tassen, die deine Lieblingstassen sind. Und warum immer wieder den Schrank so voll haben, wenn man doch eigentlich sowieso gewohnheitstechnisch immer zu den ein und denselben Lieblingstassen greift? Überflüssiges oder nicht benutztes Geschirr. Wir als dreiköpfige Familie, manchmal auch 4, brauchen keine 24 Gabeln, Messer, Löffel und was weiß ich nicht alles. Ich habe es runter reduziert auf 6 an der Zahl, also habe mir ein komplettes Besteckset behalten. Der Rest ist einfach ausgezogen und das ist auch völlig in Ordnung so, denn selbst wenn wir Besuch haben, reicht das immer noch aus. Das berühmte chinesische Teeservie, wenn du es immer nutzt, hey, bitte benutze es, behalte es.
Ich hatte auch mal eins, so zwei Teetassen mit passender Teekanne dazu. Habe ich nie hergenommen, konnte dann auch ausziehen. Schwämme, die eklig sind, die abgeranzt sind, die man zum Putzen nicht mehr benutzt. Ich habe bei Tchibo mal zwei Stück bekommen im Pack, die man immer wieder waschen kann. Und die verwende ich toujours und habe seitdem keine anderen Schwämme mehr hier zu Hause, denn die reichen mir vollkommen aus. Nicht übereinstimmende Behälter zum Einfrieren. Entschuldigung. Wie schon gesagt, Tupperware, das gleiche gilt dann auch für Tupperware, die du nur zum Einfrieren benutzt. Hat sonst keinen Sinn, sind wir realistisch. Mit Sicherheit kennst du auch die tolle Rezeptsammlung von Rezepten, die du irgendwann mal machen wirst. Unterm Strich kocht man dann doch nur die Gerichte, die allen schmecken, die schnell gehen und wo man nicht 3000 verschiedene Gewürze braucht. Ne? Rezepte mal aussortieren ist auch so eine tolle Geschichte. Geschirrtücher, die abgenutzt sind, die Flecken haben, die man nie wieder retten kann, sind wir realistisch. Lass es gehen. Tischsets, diese tollen Sets, ne, die man sich dann so zu besonderen Anlässen auf den Tisch legt. Ich nehme sie nie, konnten dann auch rausziehen. Und schon sind wir im nächsten Bereich bei der Speisekammer oder Vorratsschränken. Unbenutzte Gewürze, ich glaube, ich habe nur noch 4 oder 5, die ich aktiv benutze. Alle anderen konnte ich, weil ich sie nie benutzt habe, wirklich in die Tonne kloppen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es Gewürze gab, die ich nur mal für ein Gericht gebraucht habe, das ich getestet habe, das dann unterm Strich sowieso keinem geschmeckt hat. Und ja, ich bin bei den Standardgewürzen einfach geblieben und es reicht uns überall hin. Abgelaufene Lebensmittel, die schon wirklich so tot abgelaufen sind. Wenn du eine Packung Rosinen im Schrank hast, mit denen du Scheiben einschmeißen kannst, es ist zu spät, lass es gehen. Achte dann darauf, bei deiner Vorrats-, Einkaufs- und Menüplanung wirklich auch den Inhalt deiner Gefriertruhe und auch deiner Vorratsschränke zu kennen. Ich lasse dir mal unten in der Infobox oder in der Videobeschreibung besser gesagt einfach mal meinen Menüvorrats- und Einkaufsplaner verlinkt, dann, ne? Passiert nämlich sowas nicht mehr, dass du mit Rosinen Fensterscheiben einwerfen kannst. Lebensmittel, die du probiert hast, aber nicht magst. Als wir angefangen haben, uns vegetarischer zu ernähren, wir sind nur nicht perfekt drin, aber dann habe ich auch mal Dinge gekauft in der Drogerie, in der Bioabteilung, um zu sagen, hey komm, das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Es hat uns nicht geschmeckt. Schade ums Geld, aber hey, wir haben es probiert. Es gibt einige Dinge bei vegetarisch oder auch den veganen Lebensmittelzusatzprodukten, Tofu zum Beispiel, wir kommen nicht ran. Es tut mir wahnsinnig leid, egal welche Variante. Wir haben es einmal probiert und seitdem auch nie wieder gekauft. Einmal verwendete Soßen, wie auch schon bei den Gewürzen, für ein Gericht gebraucht, unterm Strich hat es keinem geschmeckt. Seitdem gammelt sie im Kühlschrank vor sie hin. Lass es gehen. Im Gefrierschrank verbrannte Lebensmittel, sogenannter Gefrierbrand, schmeckt dann nicht mehr wirklich toll. Achte darauf, wenn du neu einfrierst, dass Gefrierbrand gar nicht erst entstehen kann. Gehen wir auch gleich weiter ins Bad. Im Bad stehen zum Beispiel unsere Medikamente und ich weiß, man macht's nicht. Ich bin damit aber groß geworden und die bleiben bei uns im Bad stehen. Punkt. Medikamente, die abgelaufen sind. Medikamente, auch gleich der nächste Punkt, von denen du einfach zu viel hast. Irgendwann, auch wenn sie verschlossen sind, wird einfach dieses Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Und gerade bei Medikamenten, wenn du jetzt nicht gerade voll im Trend liegst und sagst, hey, ich mache den aktuellen Selbstversuch und guck mal, welche Nebenwirkungen man noch irgendwie herausfinden kann, dann denke ich, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, die Medikamente einfach auszusortieren. Make-up, das den falschen Farbton hat. Schuldig im Sinne der Anklage. Man vergreift sich im Drogeriemarkt bei dem tollen LED-Licht und schon hat man eine Lippenstiftfarbe hier zu Hause oder Make-up, was viel zu hell ist, viel zu dunkel ist oder die einem nicht steht und die man nicht mag. Abgelaufenes Make-up ist auch so eine Geschichte. Wenn es komisch riecht, wenn es komisch aussieht, wenn deine Haut anfängt zu reagieren, dir die Augen brennen, solltest du es ausziehen lassen. Leere Produkte oder nah dran Produkte. Diese Produkte, die leer sind und irgendwie auf wundersame Weise nur noch die Verpackung im Schrank ist, die kann dann recycelt werden. Produkte, wo nur noch ein Rest drin ist, überlege, willst du ihn aufbrauchen und wenn ja, stell es sofort neben dein Waschbecken oder in die Dusche, wenn es sich um Duschgel handelt. Oder wenn du sagst, nee, es ist eigentlich fast leer und ist nicht so meins gewesen,
entweder recyceln oder aber gucken, ob du es nochmal verschenken kannst. Abgenutzte Make-up-Pinsel, irgendwann ist auch der tollste Pinsel einfach mal sowas von ausgenödelt, dass du sagst, komm, muss weg. Make-up, das du seit längerem als einen Monat nicht mehr verwendet hast, ja, das mache ich auch regelmäßig, dass ich das dann einfach aussortiere. Abgelaufene Sonnencreme oder andere Produkte, die du einfach nicht magst. Sonnencreme ist, glaube ich, nur ein Jahr haltbar, je nachdem, ne, hinten drauf gucken und so weiter. Was dann der kleine Tiegel sagt, sollte man danach einfach nicht mehr verwenden, weil der Schutz nicht mehr gegeben ist. Hautpflege, die bei dir nicht funktioniert, ich gebe sie dann immer liebevoll weiter an meinen Mann, weil der verträgt irgendwie alles, ich nicht, warum auch immer. Peelings, Körperpeelings oder auch Serien, die dir nicht gefallen, die für dich nicht funktionieren, lass es ausziehen. Ausgetrockneter Nagellack, bringt nichts. Irgendwann hilft auch kein Nagellackentferner mehr, um das Ding flüssig zu kriegen. Nagellackfarben, die so schöne und funkige Farben haben, dass du sie nicht mehr verwendest. Ich bin mittlerweile so mehr auf dem, wenn ich nicht normale French-Nägel habe, also dieses French-Design, nehme ich Nude-Nagellackfarben, aber ich werde niemals Neongelb verwenden. Warum sollte ich ihn dann behalten? Seifen oder Feuchtigkeitscremes, die dir vom Duft her nicht gefallen oder die für dich einfach nicht funktionieren, können auch ausziehen. Zahnbürsten, die schon so abgenudelt sind, alle 3 Monate sollte man die Zahnbürste oder auch den Aufsatz der Zahnbürste wechseln. Duschschwämme, diese sogenannten Luferschwämme, auch die können nur begrenzt benutzt werden. Wir haben mittlerweile gar keine mehr. Abgenutzte Handtücher, wo du schon durchgucken kannst, sind super Putzlappen, aber vielleicht zum Duschen und Abtrocknen nicht mehr so genial. Überschüssige Handtücher und Waschlappen. Wir haben einen Waschlappen und wir haben 6 große Handtücher und 6 Händehandtücher. Die reichen bei uns überall hin, weil wir sind maximal 4 Personen hier in diesem Haushalt. Doppelte Bürsten und Kämme. Oder auch die besagte Rundbürste, die ich mir mal gekauft habe, um mir dann damit tolle Haare zu machen. Im Endeffekt habe ich sie nie genommen, weil ne, ich föhne meine Haare nun mal nicht, das ist so. Alte Pinzetten und irgendwelche Haartrimmer, die man auch doppelt und dreifach hat und nie benutzt. Altes Parfum, irgendwann ist Parfum auch abgelaufen und riecht nicht mehr gut oder aber der eigene Geschmack ändert sich. Parfumdüfte, die du nicht magst, wie eben schon erwähnt. Körpersprays, die du auch nicht benutzt, weil es einfach nicht mehr dein Geruchsstil ist. Und als letzten Punkt im Badezimmer unbenutzte Reinigungsmittel für das Bad. Was hatte ich nicht alles für Reiniger, die ich im Endeffekt nie gebraucht habe? Mittlerweile mache ich meine Putzmittel seit über 2 Jahren selbst und meine Wohnung ist immer noch sauber und weitaus günstiger und ich brauche nur noch 2 Putzmittel irgendwo unter meiner Spüle lagern und die dazugehörigen Zutaten, die ich aber auch gleichzeitig verwenden kann, um mir mein eigenes Waschmittel zu machen. Und ich habe einfach viel, viel weniger Krimskrams und Reinigungsmittel hier in unserer Wohnung drin. Kleiderschrank ist auch schon gleich das nächste Thema. Alte Abendkleider, die du nie wieder tragen wirst. Brautjungfernkleider, die du nie wieder tragen wirst. Kleidung, die überhaupt nicht mehr zu dir passt. Sei sie zu groß, sei sie zu klein, sei sie verwaschen, sei sie löchrig oder aber es ist einfach nicht mehr dein Stil. Dann kann es wirklich gehen. Werbegeschenke oder auch sogenannte Werbet-Shirts mit irgendwelchen Slogans drauf, die man im Endeffekt dann nie anhat. Einzelne Handschuhe oder eben auch Fäustlinge. Fäustlinge dann gerade bei den Kindern. 2 verschiedene Handschuhe wird kein Mensch tragen, mache ich auch nicht. Ich habe auch nur noch ein paar Handschuhe, was mir überall hinreicht. Gürtel, die auseinanderfallen, Gürtel, die schon einfach so abgenudelt sind, dass man sie nicht mehr gerne trägt, können dann auch ausziehen. Alte Brillen, die du hast, die du mal brauchtest. Ich habe eine Brille und alle anderen Brillen habe ich mittlerweile nicht mehr. Die Brille in der aktuellen Sehstärke zu behalten, ist das, was wirklich Sinn macht. Brillen mit zu viel, mit zu wenig Stärke schaden den Augen, können dann also auch gehen. Badeanzüge, die nicht gut passen, ist auch so ein Punkt. Oder Bikinis, die dir einfach nicht mehr gefallen, die zu viel oder zu wenig Haut zeigen, je nachdem, welchen Style du lebst, können dann auch einfach ausziehen. Trendklamotten, die mal in Mode waren, die man dann nie wieder angezogen hat. Anspruchsvolle Kleidung, also ich habe in meinem Kleiderschrank alles aussortiert, was ein extra Waschmittel und ein extra Pflegeprogramm erfordert. Denn das hat mir das Leben einfach nur unnötig schwer gemacht. Ich brauche keinen
weiß ich nicht, Woll-Kaschmir-Pulli, den ich nur mit der Hand waschen darf, mit dem extra Wollwaschmittel. Es ist für mich einfach tierisch unfunktional, frisst wahnsinnig viel Zeit. Und warum sich das Leben unnötig mit solchen Kinkerlitzchen schwer machen? Unterwäsche, wo die Gummibänder hier oben an den BH-Trägern schon so ausgeleiert sind, dass selbst die Verstellriemen hinten nichts mehr bringen, weil dir alles runterrutscht und alles... Wir wissen es, wovon wir reden, wir Mädels. Einzelne Socken, die ihren Partner nie wieder finden werden, können auch ausziehen. Ausgeleierte Höschen ist dann auch gleich der nächste Punkt. Trägt sich nicht sonderlich komfortabel. Ne? Wissen wir alle. Unbequeme Schuhe. Man trägt sie nicht gerne, man trägt sie nie. Schuhe, wo man Blasen kriegt, alles raus damit, trägt man nicht. Schuhe, die auch abgenutzt sind, wenn du sie reparieren lassen möchtest, sei der Absatz kaputt etc. Schuster ist immer eine tolle Idee. Ich bin ja auch mehr der Fan von nochmal reparieren lassen als sofort neu kaufen. Aber ne, irgendwann ist das Ding einfach auch durch und dann müssen sie gehen. Hüte, die du nie trägst. Ich habe einen Basecap, alles andere ist einfach gegangen, weil ich bin kein Huttragemensch. Überschüssige oder ungetragene Uhren. Da muss ich, glaube ich, nochmal nachbessern. Ich habe 4 Uhren und aktuell trage ich gerade gar keine. Gehen wir an die Nase passen. Schmuck, den du einfach nicht mehr trägst. Ich habe 5 Ohrlöcher. Ich bräuchte eigentlich nur 5 Ohrringe, vielleicht 10. Nur wenn es mal ein schöner Anlass ist, dass man auch mal wechseln kann. Da bessere ich dann auch nochmal nach. Und wir haben schon gleich die nächste Folge parat. Vom Messi zu Minimalisten bei den Accessoires. Schmuck, Modeschmuck, der angelaufen ist. Du wirst ihn nicht mehr tragen. Du wirst ihn auch nicht mehr sauber kriegen. Kann also auch gehen. Zerkratzte und überschüssige Sonnenbrillen können auch ausziehen. Seidenstrumpfhosen mit Löchern oder aber, wo auch bei der nudefarbenen Seidenstrumpfhose einfach der Farbtyp nicht zu deiner Haut passt, können dann auch wirklich mal ausziehen. Oder aber du nimmst sie, weiß ich nicht, um da drin, keine Ahnung was, fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Strümpfe, die Löcher haben, wenn du sie nicht stopfen willst, dürfen sie gehen. Unbenutzte Anzüge oder auch Berufskleidung erklärt sich eigentlich auch von selbst. Kleidung, die du nicht mehr sauber kriegst, kannst du entweder auch ausziehen lassen, in die Kleiderspende geben oder eben auch einfach umfunktionieren zu Putzlappen. Aber achte darauf, dass du dann nicht einen Riesenstapel an Putzlappen hast und den du dann unterm Strich eigentlich auch nicht so wirklich brauchst. Abgenutzte Kleidung, bei den Jeans zum Beispiel ist das immer ganz gut, wenn sie denn dann auseinanderfallen. Ich hatte auch eine Lieblingsjeans, die habe ich, glaube ich, über 10 Jahre gehabt. Die habe ich immer wieder geflickt und repariert. Irgendwann war einfach nichts mehr an Stoff da, was man noch hätte irgendwie flicken und reparieren können. Dann ist die auch wirklich ausgezogen. Aber ich verstehe es vollkommen. Bei der Lieblingsjeans oder beim Lieblingspulli ist das immer so eine ganz... ganz heikle Geschichte. Alles, was du im letzten Jahr nicht getragen hast, kann auch wirklich ausziehen, denn du wirst es nie wieder tragen, wenn wir mal unterm Strich ehrlich sind. Unbequeme Schlafkleidung oder eben auch tolle Dessous. Wenn es unbequem ist, trägt man es nicht. Ungetragene Schals. Ich habe einen Schal, der reicht. Alle anderen sind gegangen. Ungenutzte Geldbörsen, also Geldbeutel. Ich habe 2 oder ich hatte mal 2. Mittlerweile habe ich nur noch einen und den benutze ich jetzt, bis er auseinanderfällt. Unpraktische Geldbeutel ist dann auch schon gleich der nächste Punkt. Wenn es unpraktisch ist, nimmt man es nicht her. Darum hat man ja dann auf einmal 5 Geldbeutel rumfliegen, weil 4 unpraktisch waren und man sich einen neuen gekauft hat. Drahtbügel aus der Reinigung sind weder gut für deine Kleidung, noch sehen sie toll aus. Können dann also auch gehen. Defekte oder überschüssige Regenschirme. Ich habe einen Mini-Regenschirm, also so ein Mini-Ding, der liegt im Auto. Mehr haben wir nicht. Der reicht auch vollkommen aus. Nächste Kategorie, Haustiere. Wie bei den Kindern gilt auch hier, dein Haustier darf selbstverständlich bleiben. Unser Kater bleibt auch. Ganz, ganz sicher sogar. Aber Leckerlis, die deinem Haustier nicht schmecken, können gehen. Du wirst sie nicht essen, dein Haustier wird sie nicht essen. Wenn du jetzt aus Versehen 2 Futterpackungen zum Beispiel auch gekauft hast und du hast bei der ersten festgestellt, frisst er nicht, will er nicht, schmeckt ihm nicht. Die angebrochene Packung wäre dann sinnvoll zu entsorgen. Die Zuhörpackung allerdings kannst du auch prima ans örtliche Tierheim spenden. Die freuen sich immer über Futterspenden. Du kannst dort sogar telefonisch mal nachfragen, ob sie auch eine angebrochene offene Packung nehmen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Bei Zuhörpackungen weiß ich, dass sie es gerne nehmen. Spielzeug, das deine Haustiere nicht mögen oder was so sehr geliebt wurde, dass es schon auseinanderfällt. Überschüssiges Spielzeug, was
kein Mensch braucht fürs Haustier. Dein Haustier hat bestimmt irgendwo Spielzeug, wenn es dann diese Ausmaße annimmt, wenn das regelmäßig benutzt, hey. Aber im Endeffekt haben auch unsere Haustiere ihr Lieblingsspielzeug und alles andere wird sowieso nicht angeguckt. Oder eben auch ganz einfach Leinen, Geschirre, Handtücher, was weiß ich nicht, Pflegeutensilien von deinen Haustieren, die nicht mehr benutzt werden, die man einfach nicht braucht. Nächste Kategorie, kommen wir auch gleich zum Büro. Quittungen. Wenn du sie nicht für die Steuer brauchst, wenn du sie nicht einscannst, können diese weg. Kugelschreiber und Stifte, die nicht funktionieren oder aber die so dermaßen übers Papier kratzen, dass du sie gar nicht wirklich gerne hernimmst. Radiergummis, mit denen du Scheiben einschmeißen kannst, weil die radieren dir nichts, die machen ein Loch ins Papier. Doppelte Stifteanspitzer, braucht kein Mensch. Telefonbücher in Zeiten von ich google dann mal schnell oder Handys mit vollen Kontaktlisten braucht irgendwie auch keiner mehr. Zusätzliche oder defekte Kabel. Unter anderem dann als nächsten Punkt auch gleich Kabel, wo kein Mensch mehr weiß, wozu die eigentlich gehören. Ich habe alle unsere Kabel, die wir aktiv für ein Gerät benutzen, beschriftet mit meinem Dymo, dass ich genau weiß, das Kabel gehört zu diesem elektrischen Gerät und alles, was sich nicht angefunden hat oder eben aber auch dann das defekte HDMI-Kabel mit dem Wackelkontakt für meinen Bildschirm ist dann auch einfach gegangen. Nicht verwendete Drucker können dann auch ausziehen. Wir brauchen keine 5. Alte Visitenkarten, wo die Nummern nicht mehr stimmen, du schon gar keine Ahnung mehr hast, von wo die eigentlich sind. Kleiner Tipp, manchmal auch Visitenkarten umdrehen. Da sind manchmal Rabattcodes hinten drauf, die man nutzen kann. So von Shopbesitzer zu Endverbraucher. Alte Dokumente nach den Aufbewahrungsfristen, die abgelaufen sind, die du nicht mehr wirklich brauchst. Auch hier habe ich schon ganz, ganz viele Büroorganisationsvideos und Papierkrieg-Videos gedreht, wie ich es handhabe. Und das handhabe ich nach 3 Jahren immer noch exakt genauso. Alte Telefonhüllen, wie viele Handyhüllen brauchst du für dein Telefon? Digitales Durcheinander, das gilt dann auf dem Rechner zum Beispiel. Ne? Man kennt es, man macht den Rechner an und der Desktop ist voll mit irgendwelchen Dingen, die da nicht hingehören. Dieselbe Ordnungsstruktur, die ich bei unseren Dokumenten habe, und unsere Dokumente passen alle in eine Kiste von diesem Ausmaß, wie gesagt, in meinen Videos wirst du das sehen. Exakt dieselbe Ordnungsstruktur habe ich auf meinem Computer und auch auf meiner externen Festplatte. Wegen der Erleichterung dann des digitalen Backups von der Festplatte. Kalender oder Planer aus vergangenen Jahren. Wenn du jetzt nicht zu der Kategorie gehörst, dass du einen Journal-Kanal hast, also einen Bullet Journal oder Plan mit mir-Kanal, um einfach dann mal auch Vergleiche ziehen zu können von so sah mein Bullet Journaling oder meine Kalenderplanung von vor 3 Jahren aus, so hat sie sich entwickelt, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, komplette Kalender aus vergangenen Jahren aufzuheben. Wenn in diesen Kalendern Dinge stehen, die wirklich wichtig sind, scan es ein, speichere es auf dem Computer zu den passenden Kategorien und dann reicht das auch vollkommen schon aus. Alte Adressetiketten und Briefmarken. Bei den Briefmarken ist es allerdings so, dass du immer den Differenzbetrag bei der Post direkt nachkaufen kannst. Bei den alten Adressaufklebern, wenn du umgezogen bist, brauchst du nicht mehr die Adressaufkleber aufheben mit der alten Adresse drauf, denn dann kriegst du Post ja nicht, sind wir mal ehrlich. Dann gehen wir auch gleich mal zu, was nehmen wir denn? Hobbys, genau, weil ich gerade in meinem Büro bin und hier hinten ist mein Planungskalender, Hobby, Schrank, also könnte ich mich auch hier gleich mal an die eigene Nase fassen. Alte Hobbyutensilien, die du einfach nicht mehr benutzt hast oder auch nie wieder nutzen wirst. Unbenutzte Malutensilien, Aquarellfarben, die eingetrocknet sind, die so eingetrocknet sind, dass auch kein Wasser mehr hilft. Gleiches gilt für irgendwelche Brushpens. Kunstgegenstände, die du brauchst oder Bastelgegenstände, die du nicht mehr verwendest, die dir auch keinen aktiven Nutzen mehr bringen und auch nicht mehr funktionieren. Basteleien, die du aufgehoben hast, die du nicht mehr brauchst. Und natürlich auch, weil wir hier im Büro sind, unbenutzte Trainingsgegenstände. Im Büro steht unser Trainingstower. Den benutzen wir nach wie vor sehr regelmäßig. Genauso unsere Isomatten und meine ganzen Sportbänder. Sollte da mal irgendwann was dabei sein, wo ich sage, das benutze ich nicht mehr, dann kann das natürlich auch ausziehen. Gehen wir doch jetzt mal in die Kategorie Garage, Keller und Dachboden. Doppelte und dreifache Werkzeuge.
Wir greifen im Endeffekt zu ein und demselben Akkuschrauber, zu ein und derselben Bohrmaschine und so weiter und so fort. Fahrräder, Skateboards, die nicht benutzt werden, ist eigentlich selbsterklärend. Selbiges gilt für Inliner. Alte Blumentöpfe, die man ja auch irgendwo lagert, schuldig im Sinne der Anklage. Ich muss da auch nochmal durchgehen. Superkleber, der ausgetrocknet ist, oder dann eben auch Sekundenkleber, der schon so eingetrocknet ist, dass du die Kappe nicht mehr abkriegst, wirst du nicht aufkriegen, kann ausziehen. Unbenutzte Campingausrüstung, die wir nicht besitzen. Alte Farbdosen von Farbmustern oder eben auch eingetrocknete Wandfarben etc., die man nicht mehr braucht. Unbenutzte Weihnachtsdekoration, das habe ich erledigt, bevor ich im Dezember 2020 geschmückt habe. Ungenutzte Weihnachtslichter oder eben auch welche, die schon kaputt sind. Ich konnte eine jetzt nach Weihnachten entsorgen, die einfach kaputt gegangen ist während der Nutzungsdauer bei Weihnachten. Saisonale Dekoration und Einrichtungsgegenstände, die dir nicht mehr gefällt, kann ausziehen. Unbenutzte Sportgeräte, falls du sie Keller, Garage oder Dachboden lagerst. Zu viele Putzlappen, um es mal ganz genau zu sagen. Und Dinge, die du für den Flohmarkt gesammelt hast und niemals auf einem Flohmarkt gewesen bist, können dann auch ausziehen. Kommen wir jetzt schon zur allerletzten Kategorie. Ich bin stolz, wenn du es bis hierher geschafft hast. Plastikmitgliedskarten, die du nicht brauchst, weil du kein Mitglied bist zum Beispiel. Abgelaufene Gutscheine oder Gutscheine, die du nicht verwendest. Ein Gutschein, den du benutzt hast, brauchst du nicht mehr aufheben. Es gibt auch Gutscheine, die du bekommen hast, wo du aber effektiv nicht nutzt, weil du dort nicht einkaufst. Entweder verschenkst du ihn weiter oder aber du entsorgst ihn tatsächlich. Ersatzschlüssel, wo das Schloss schon nicht mehr existent ist. Alte Schlüsselanhänger oder auch alte Plastikkarten zu irgendwelchen Zugangsberechtigungen, die du nicht mehr brauchst, Schwimmbädern zum Beispiel, weil sie abgelaufen sind, alter Büchereiausweis oder sowas. Ne? Kleingeld und Münzsammlungen. Kleingeld habe ich hier oben bei mir einfach in einer Spardose drin, die ich einmal im Jahr dann zur Bank bringe. Reinigungsmittel, die du nie wieder verwenden wirst, sind wir mal ganz ehrlich, weil sie stinken, weil sie nicht den Effekt haben, den du dir erhofft hast. Doppelte Reinigungsgegenstände, Staubsauger, Wischmopp etc. Klar, es kann immer mal was kaputt gehen, aber sei realistisch, wie oft passiert es denn eigentlich? Plastik- oder Papiertüten, bitte nicht einfach so die Tonne auf- und reinschmeißen. Fachgerecht recyceln, lautet das Zauberwort. Überschüssige Mehrwegbeutel, auch ich hatte 1050 Stoffbeutel, weil man ja irgendwann mal auf Plastiktüten verzichtet hat und Papiertüten. Ich nutze im Endeffekt auch nur meinen Einkaufskorb und 3 wiederverwendbare Tüten, alles andere habe ich dann in die Kleiderspende gegeben. Bedienungsanleitungen von Geräten, die du im Schlaf schon bedienen kannst. Oder aber von Geräten, die kaputt sind. Das habe ich auch bei uns im Wohnzimmerschrank stehen. Da bin ich auch erst neulich durchgegangen und habe sie weggepackt. Unbenutzte oder einfach schon abgenutzte Party-Dekorationsartikel kann dann auch gehen. Überschüssige und unbenutzte Geschenktüten. Ich gebe die dann immer ganz gerne an die Person zurück, wenn ich sie das nächste Mal sehe, wo ich sie gekriegt habe. Oder man verwendet sie einfach weiter, aber man braucht auch keine 60 Geschenkbeutel. Überschüssiges und unbenutztes Geschenkpapier, auch das kann man spenden, wenn man möchte. Alte Jahrbücher oder Schulbücher von irgendwelchen Abschlussklassen. Meine Schulzeit war grauenhaft, egal in welcher Schule ich war. Und von dem her ist es völlig egal. Ich habe sie alle weggemacht, ich brauche sie nicht. Utensilien von alten Hobbys, die du nicht mehr nutzt. Irgendwo finden sie sich dann an. Oder von dem Hobby, was du unbedingt mal probieren wolltest. Irgendwann eines Tages. Und der Tag ist bis heute noch nicht gekommen. Lehrbücher oder auch Bücher aus Kursen, die du mal besucht hast und die du im Endeffekt nicht mehr benutzt. Kann man auch super verkaufen. Sentimentale Gegenstände, wo du keine positiven sentimentalen Erinnerungen hast oder aber wo du sagst, eigentlich brauche ich diesen Gegenstand nicht mehr, um mich an dieses Ereignis erinnern zu können. Nicht genutzte oder nicht weitere genutzte Abonnements. Gilt für Newsletter, gilt für, weiß ich nicht, Abo-Boxen etc. pp. Habe ich alles abbestellt, will ich nicht mehr haben, brauche ich nicht. Wenn mich etwas interessiert und wenn ich etwas wirklich gerne benutze, dann kann ich mir das auch immer noch so holen, wenn ich es tatsächlich unbedingt zum Überleben brauche. Abgenutzte oder einfach auch zu viele Koffer,
Wenn du jetzt nicht zu der Variante gehörst, die ihren ganzen Hausstand einpacken, wenn sie verreisen, dann reicht meistens, also wir haben zwei Koffer, einen für einen kleinen und einen großen für mich und meinen Mann zusammen, wenn wir irgendwo hinfahren in den Urlaub. Im Moment ja nicht. Und last but not least, Autoaufkleber von irgendwelchen Souvenirständen, wo du mal im Urlaub warst. Ja, ist tatsächlich so. Braucht kein Mensch, im Endeffekt klebt man sich die dann doch nicht aufs Auto. Wenn du bis zum Ende dran geblieben bist, ich bin dir wahnsinnig dankbar und wirklich sehr, sehr stolz auf dich. Alle Punkte, die ich dir heute hier präsentiert habe, findest du in dieser, ich hoffe, es spiegelt nicht allzu sehr, aber doch, es spiegelt wegen dem Ringlicht, in dieser großen Checkliste, die insgesamt 4 Seiten umfasst. Diese kriegst du gratis. Dazu musst du nur in der Videobeschreibung vorbeigucken, auf meinem Blog vorbeischauen und kannst sie dann dort kostenlos downloaden und gleich benutzen, um das Ganze dann abzustreichen, wo du ausgemistet hast. Falls ich jetzt einen Punkt übersehen habe, was ich bei über 200 Punkten nicht glaube, dann lass ihn mich in den Kommentaren wissen und bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Alina.